Aha, okay. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Dialog. Discord Online. Fuck! Ich lasse es jetzt drin. Wir sind tatsächlich hier in einem Spiel, wovor jeder Angst hat. Minecraft. Warum sind wir hier? Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich hatte einfach unglaublich Bock, ein bisschen was aufzunehmen. Aber bevor jetzt alle sagen, ah, shaky shaky, ihr wird Minecraft-YouTuber. Nein, es ist nicht das standardisierte Minecraft, wie man es kennt. Ich baue im Kreativmodus. Ich baue sehr gerne. Ich bin sehr kreativ. Das maße ich mir selbst an. Und ja, ich baue gerne komische Sachen, die mir in den Sinn kommen. Unter anderem diese Häuschen hier. Dementsprechend dachte ich, ich nehme mich einfach mit in diese Kanalrubrik, in diese Kanalreise, in dem, was ich konzipiere. Allerdings soll diese Series nicht fernab von ISO stattfinden. Deshalb dachte ich mir, ich werde hier einfach ja, ein bisschen Talk and Walk machen. Also ich laufe durch die Gegend, baue ein bisschen Builds. Und ja, rede ein bisschen über Dinge. Manchmal über ESO. Manchmal oft über ESO. Sehr oft über ESO. Aber ansonsten auch über irgendwelchen komischen anderen random Shit, der mir so in den Kopf kommt. Vielleicht meine Lieblingsgames, was auch immer. Ja, und vielleicht auch mal die eine oder andere fiktive Geschichte, die gar keinen Sinn ergibt. Allerdings manchmal bin ich Creepy Crap. Ja, der Creepy Crap. Dementsprechend dachte ich, ja, machen wir aber diese Series. Wir machen das einfach, weil wir cool sind. Und bevor ich jetzt weiterreden, möchte ich erstmal sagen, holy freaking shit, wir hängen jetzt hier bei über 4070 Abonnenten. Die Tendenz geht extrem hoch. Die Views vielleicht nicht, aber die Abonnentenzahlen, das ist heftig. Für meinen kleinen Channel jeden Monat um die 90.000 Aufrufe zu generieren, wow, das ist extrem krass und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ja, ich freue mich einfach über jeden Support, über jedes Kommentar, über jede einzelne ja, View-Anzeige und letztendlich auch über jeden Like. Es bedeutet mir sehr viel und das einfach mal so hier neben drei einfach mal reingepackt. Aber in dieser heutigen Episode, der ersten Episode, baue ich mein komisches weißes Häuschen weiter. Möchte sagen, wenn ihr mehr dazu sehen wollt, zu diesen spannenden Konzepten hier, die ich doch sehr mag, ja. Können wir auch mal eine Haustour machen, wer weiß, keine Ahnung. Es obliegt natürlich auch eurer präferenzierten Sichtweise auf dieses Projekt, ob euch das interessiert oder nicht. Wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock drauf, ja, gut, ne, dann ist das natürlich so. Aber ja, ich fand es einfach mal ganz interessant, fernab von ESO etwas zu machen, das aber doch mit ESO gekuppelt sein kann. Wie gesagt, ich habe hier so ein komisches Secondary-Veranda-Haus gebaut, das ja, ein paar nette Features hat. Keine Ahnung, ob wir die uns mal angucken. Aktuell baue ich hier so einen tollen Garten. Den habe ich gestern hier gebaut. So Custom Trees. Sie sehen vielleicht nicht makellos aus, aber ich finde sie einfach cooler als diese standardisierten Dinger da in Minecraft. Ja, hier habe ich so ein recht interessantes Gartenkonzept gemacht. Dass man halt recht offen das Gebiet hält. Allerdings halt mit, ja, mehr oder weniger doch sehr gewisser Architektur im ja, floristischen Bereich, sage ich mal, sich das Haus so einen eigenen Stil quasi nicht erarbeitet, weil das mache ich, aber halt so seinen eigenen Stil bekommt, wie man es bei dem Haus vielleicht da hinten schon erahnen kann, ist es da halt eher dieser Baustil gewesen, speziell, ja, mit dem ganzen naturellen Touch. Das Haus ist tatsächlich so ziemlich mein Lieblingshaus, das ich jemals konzipiert habe. Allgemein, ja, Minecraft. Jeder YouTuber hat, glaube ich, schon einmal mindestens Minecraft gespielt oder aufgenommen. Und ja, jetzt sind wir hier. Und glaubt mir, es ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Denn auch ich hatte einen Channel vor Gandalf Fröhlich, der mittlerweile, ich glaube, 120 Abonnenten hat. Auf dem zwar kein Content mehr kommt, aber den es immer noch gibt. Und den man ganz leicht finden kann, wenn man ganz genau zuhört. In all meinen Videos fast schon. Gibt es genug Referenzen auf diesen Kanal, dementsprechend einfach mal gucken, wo ich tatsächlich, ja, Minecraft hauptsächlich hochgeladen habe, allerdings nicht in dem coolen Stil hier mit optischen Effekten, sondern halt wirklich bisschen anders, ja, sehr fiktiv mit einer gewissen Persona, die man jetzt schon das ein oder andere Mal gehört hat, zumindest auf dem Channel, ja. Das einfach so zu dieser Series. Aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, im heutigen Video möchte ich tatsächlich nicht so viel M sagen, sondern konkret
Ja, mein Anfang auf The Elder Scrolls Online, aber mal eingehen. Ich habe es tatsächlich einmal schon angesprochen konkret. Ich hoffe übrigens, dass das Mausklicken nicht so heavy ist, weil ich habe halt nicht so ein professionelles Studio, wo ich das quasi muten kann, oder so einen coolen Ständer, wo ich halt mein Mikrofon hochbocken kann. Dementsprechend, ja, sorry, ne? Bitte, das ist noch nicht drin. Noch, wer weiß, ne? Ja, ich würde tatsächlich heute mal gerne über meine ersten Anfänge auf The Elder Scrolls Online eingehen. Und zwar spezifisch auf die Xbox-Seiten, um dann im nächsten Part konkret damit anzufangen, ja, wie alles entstanden ist auf dem PC, wie wirklich all meine Charaktere sich alles so gewandelt hat und definiert hat und letztendlich ich auch die Motivation bekommen habe, Videos zu machen. Aber dazu mehr mit der PC-Ära im zweiten Part. Im heutigen Part gehe ich erstmal auf meine ersten Kontakte mit Elder Scrolls Online ein. Und da beginnen wir natürlich bei Skyrim. Wer hat das gedacht? The Elder Scrolls Online ist natürlich ein Spiel, das sehr viel vom Hype von Skyrim profitiert hat. Und ja, wer hätte es gedacht? Ich habe Skyrim gespielt. Ich weiß, es ist jetzt auch schockierend für die meisten, glaube ich, von euch. Auch ein bisschen, ich darf wohl fast schon sagen, pervers. Aber ich habe Skyrim gespielt, bevor ich The Elder Scrolls Online gespielt habe. Und es hat mir ja gefallen. Ich fand es geil. Und ich dachte halt, neues Elder Scrolls Game. Vielleicht ist es so, ne, wie Skyrim. Also habe ich es mir damals für die Xbox One damals gekauft. Zum Release 2014. Ich weiß es noch ganz genau. Ich, junger Bursche, damals im Laden gekauft. Ich habe es reingeschmissen, ewig lang installiert. Ich glaube, einen ganzen Tag, weil ich so unglaublich schlechtes Internet damals hatte auf der Xbox etc. Und irgendwann war es fertig nach einem Tag. Und dann bin ich reingegangen. Hab meinen ersten Charakter gemacht, das war ein Drachenritter, weil ich dachte halt Skyrim Drachen. Obviously an der Xbox. Und ich war erstmal geflasht. Erstmal war ich geflasht, konkret von dem Soundtrack und von dem Ambiente. Die haben mir im ersten Satz unfassbar gut gefallen. Ja, ich fand's richtig nice. Allein der Soundtrack, auch wenn es Deutschlandsbinde ist, hate. Von Glenumbra. Oh, man. Ja, das war krass. Und das erste Mal das Intro sehen vom Hauptspiel. Die Trailer. Das war schon... Das war krass. Und dann halt zu sehen, okay, du hast Fertigkeiten. Das fand ich damals eher störend. Ich habe hauptsächlich dann in Ego-Perspektive natürlich gespielt, wie wahrscheinlich jeder, der ESO zum ersten Mal spielt. Aufgrund von Skyrim. Ja, und hab dann relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie ist das aber nicht wie Skyrim. Oh, irgendwie bin ich nicht OP. Das gefällt mir nicht. Also habe ich mich dann in den Level Grind gebracht. Ich habe hauptsächlich gequestet und habe mich ja weder in PvP noch PvE noch irgendwas in irgendeinen Dungeon geschmissen, sondern wirklich nur gequestet. Sofern ich weiß, bin ich von Glenumbra, nee, von der Strassmakai nach Glenumbra und dann halt in Richtung Wegesruh. Und ich habe da den ganzen Weg gequestet und habe mich die ganze Zeit gefragt, was das alles für andere komische Leute sind mit ihren Fertigkeiten, warum die alle so anders aussehen. Und ich halt nur diese Flammen halt vom DK hab. Interessanterweise fand ich den DK damals echt nicht so cool. Und mittlerweile ist es meine Lieblings-Main-Klasse. Auch wie sich die Dinge ändern. Ja, und da dachte ich mir so, ist nicht so geil. Gefällt mir nicht. Und dann kam ich tatsächlich auf die Idee, hey, warum, probierst du nicht mal ein bisschen mehr von den Fertigkeiten? Und das habe ich dann gemacht. Mehr von diesem, ja, Waffen-Combat weg. Und ohne Witz, meine Bar sah wie folgt aus. Ich hatte zwei Skills. Bis ich Stufe 30 war, hatte ich nur zwei Skills in Benutzung, weil ich dachte, boah, braucht man ja nicht. Und die Hälfte meiner Bar war komplett schwarz. Ein Ulti? Denkte ich, hätte den Ulti benutzt. Oh, ohne Witz. Das Ding, was für mich tatsächlich damals den Run gebrochen hatte, war einfach diese Sinnflut an Möglichkeiten. Da reingeschmissen zu sein, wie bei jedem MMO wahrscheinlich, und komplett unterzugehen. Ich meine, ESO ist ganz besonders spezifisch, weil da wirklich ja gar nichts erklärt wird. Speziell damals noch weniger. Und niemand wusste ja, wie es geht. Ich war so überfordert. Ich habe noch nicht mal die Questmarke gefunden. Ich habe das nicht kapiert, dass weiße Questmarke die aktive Quest sind. Ich war zu doof, um im Menü unter dem Handbuch die Quests anzugucken. Keine Ahnung. Ich kam nicht drauf. Ich kam überhaupt nicht klar. Und ja, nach gut, ich weiß gar nicht. Ich glaube, 70 Stunden habe ich dann aufgehört. Da habe ich gesagt, ne. Ich hab keinen Bock mehr. Hab's dann noch ein paar Mal auf den Folgemonaten angeschmissen, nochmal installiert, nochmal probiert, aber ich war nicht so hyped.
wenn ich das mal so betiteln darf. Ja? Ich war nicht so gehypt. Und dann dachte ich mir halt, okay, lassen wir den Shit. Stattdessen habe ich dann erstmal schön Skyrim weitergespielt. Zum tausendsten Mal. Ich weiß nicht, wie viel Runs ihr so in Skyrim hattet. Ich hatte sechsmal Skyrim durchgespielt. Switch, Xbox 360, mehrmals da, weil ich da ein Speicherproblem auch hatte und auf PC dann ja auch nochmal, glaube ich, zweimal sogar auf PC. Also, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das Spiel schon gut, ne? Ja, und dann habe ich halt irgendwann mich entschlossen, von Xbox wegzugehen und PC zu spielen, auf Geheiß meiner Kumpels, die mir da immer gesagt haben, gönn dir einen PC, ist besser. Von welchem Geld? Ja, und irgendwann hatte ich da einen PC, hatte gar keine Spiele auf Steam, hab da, ich weiß gar nicht, Planet Coaster oder so, keine Ahnung, irgendwie so ein Ding gespielt. Dann habe ich mir Skyrim gezogen und irgendwann, ich glaube im Frühjahr 2016, kam ich auf die Idee, und das war richtig weird, ich habe den Soundtrack von ESO irgendwie im Ohr gehabt. Und dann habe ich tatsächlich, aufgrund des Soundtracks, weil ich den so geil fand irgendwie, auf einmal, ganz weird, ja, habe ich dann tatsächlich die Elder Scrolls Online für den PC gekauft. Und dann, Kinder, dann ging es ab. Dann ging es richtig ab. Oh ja. Und wie genau es abging, werden wir uns dann im nächsten Part gönnen, wenn ihr Bock drauf habt. Und glaubt mir, gute Erinnerung. Ohne Witz. Mann, da werde ich ganz shaky. Ohne Witz. Möchte sagen, ESO ist schon ein ganz besonderes Spiel für mich. Und sowas wie ESO habe ich auch bis jetzt noch nicht erlebt in Games. Ich habe im Kopf kommen mir vielleicht drei Spiele, die so ähnlich fungiert haben wie ESO, von der emotionalen Rate auch einfach. Aber holy fucking shit, das war so gut. Ohne Witz. Also es ist immer noch so gut. Auch wenn es ein paar Entwicklerentscheidungen gibt, die ich ein bisschen komisch finde. Es ist immer noch, ja, ne, der kleine Top-Notch, ne? Den auch nicht Cyberpunk 2077 bocken wird, es sei denn, das Game hätte Capes. Nein, ist schon interessant, wie es mit MMOs so fungiert. Ja. Ansonsten, ich hoffe, die neue Kanalrubrik gefällt euch. Langweilt euch nicht zu sehr. Ich habe ja keine Ahnung, inwiefern Interesse an meiner Persona in dem Kontext da ist. Nicht nur halt dann, obviously, dem ESO-Bild-Content. Der Baum ist okay. Ich finde, er wirkt ein bisschen lasch nach unten gesehen. Ich weiß auch nicht. So vertikal wirkt er irgendwie sehr, weiß nicht, sehr dünn. Ich muss ihn noch so ein bisschen hochboppeln. Keine Ahnung. Ja. So. Meinetwegen mal hier. So, keine. Stein, ja, Stein. Ja, also finde ich ihn schon besser. Ja, wir haben auf jeden Fall mal in der Ecke gemacht. Ich finde, die Ecke ist ganz okay. Ja, möchte sagen, man kann sie sich gönnen. Ob man sie sich gönnen will, weiß ich nicht. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, ja, über den Support, über den Kanal, über das, was ihr tun können, werden, wollen und möchten. Und ja, ich bin einfach unglaublich dankbar. Ich finde es unglaublich witzig, weil es nach wie vor einfach ein Hobby ist. Und ja, immer wenn ich die Möglichkeit habe, gönne ich mir. Dementsprechend wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Egal was ihr macht, tut das, seid fröhlich. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt. Awkward Intro. Outro.